Der 22. Juli 2016. Am Olympia-Einkaufszentrum im Nordwesten von München sind Schüsse gefallen. Guten Abend. Die Stadt München hatte heute einen schrecklichen Abend. Ein 18-jähriger Schüler läuft Amok. David S. tötet an diesem Sommerabend 9 Menschen und versetzt die Stadt in Panik. Die ersten seiner Opfer sterben in einer Filiale von McDonald's. Unter ihnen die 14-jährige Amela Segashi, eine Realschülerin, die das Ende des Schuljahres mit Freunden feiert. Also sie hat gesagt, ich gehe mit einer Freundin, mit der Sabine, Eis essen. Die Anteilnahme ist groß, weltweit. 6 der 9 Opfer von David S. sind Teenager. Politiker versprechen, den Angehörigen soll geholfen werden. Angehörige von Opfern haben ganz unterschiedliche Bedürfnisse halt im Moment. Was wirklich hilft, wissen zunächst weder Helfer noch Hilfsbedürftige. Man muss sich auch dafür überwinden, dass man sagt, hey, wir wollen jetzt eure Hilfe, helft uns bitte. Ein Jahr nach dem Amoklauf von München wollen wir am Beispiel einer betroffenen Familie herausfinden, wie kann Angehörigen nach einer solchen Tat geholfen werden. Wir besuchen den Tatort ein knappes Jahr danach. München, Hanauer Straße. Heute sind die Filiale von McDonald's und das Einkaufszentrum wieder Allerweltsorte. Für die betroffenen Familien wird es immer der Ort bleiben, an dem am 22. Juli 2016 ihr Leben zerstört wurde. Im oberen Stockwerk von McDonald's sterben Amela Segashi, 14 Jahre alt, Sabine, 14, Can, 14, Roberto, 15 und Selçuk, 15. Vor der Filiale auf dem Bürgersteig erschießt David S. 3 weitere Menschen. Hüseyin, 17, Giuliano, 19 und Sefta, 45. Dann überquert er die Hanauer Straße und betritt das Olympia-Einkaufszentrum. Hier im Inneren tötet er sein letztes Opfer, Diamant 20. Dann taucht der Täter ab. Er hinterlässt 9 Tote. Die Frage, was genau passiert ist, hält München stundenlang in Atem. Neben Gerüchten und Panik erschweren Dutzende Falschmeldungen den anlaufenden massiven Polizeieinsatz. Wir haben momentan relativ viele Notrufe, die über eine entsprechende, wie auch immer geartete Bedrohungs- oder Gefährdungslage an anderen Schauplätzen in der Stadt berichten. 2300 Einsatzkräfte zieht die Polizei in kurzer Zeit zusammen und sucht den oder die Täter in der ganzen Stadt. Wer sind die Toten? Die bangen Fragen von Menschen, die Verwandte oder Freunde vermissen, bleiben lange unbeantwortet. Warum gab es für Sie zuerst kaum Informationen? Wir fragen den Sprecher der Münchner Polizei, Markus da Gloria Martins. Bevor wir eigentliche Tatortarbeit an den ersten Tatorten machen konnten, mussten wir sicherstellen, dass zumindest im näheren Umfeld kein Täter mehr ist. Das Gelände rund um das Olympia-Einkaufszentrum ist ein riesiger, unübersichtlicher Bereich. Der Täter versteckt sich 2 Stunden lang unerkannt in einer Wohnanlage in der Nähe. Um 20.28 Uhr verlässt er sein Versteck. Er begegnet einer Polizeistreife und verübt Selbstmord. Gegen 1 Uhr nachts ist die Polizei sicher, es ist ein Einzeltäter. 7 Stunden nach der Tat die Entwarnung. Die Stadt atmet auf. Doch das Martyrium der Familien der Opfer geht weiter. Bis zu 12 Stunden suchen Angehörige der Opfer vor Ort in Krankenhäusern und Polizeistationen nach Informationen. Zu lang, sagen viele. Nicht zu vermeiden, sagt die Polizei. Wenn Sie zu jemandem gehen und eine Todesnachricht überbringen, muss das zu 100% stimmen. Und dass diese Langsamkeit, insbesondere vor der Tragik dessen, was dort passiert, über die Dauer von 12 Stunden für Angehörige unerträglich und schmerzlich ist, das ist uns bewusst. Und jetzt im Nachgang sind wir natürlich auch wirklich intensiv mit einer Nachbereitung beschäftigt, auf der Suche nach Verbesserungsmöglichkeiten.
Gegen 6 Uhr morgens haben die Betroffenen Gewissheit. Ihre Lieben werden nicht zurückkommen. Ihr Tod? Ein brutaler Zufall. Das zeigt der Abschlussbericht der Ermittler. Der Täter David S., 18 Jahre alt, Deutsch-Iraner, Schüler. Die Ermittler sagen, er sei von Mitschülern gedemütigt und misshandelt worden. Aus Hass auf Jugendliche, die ähnlich aussehen wie seine Peiniger, zieht er am 22. Juli mit einer für 4.000 Euro gekauften Waffe los, um sich zu rächen. Hinweise, dass die Opfer gezielt ausgesucht wurden, gibt es keine. Für die Öffentlichkeit ist der Fall damit abgeschlossen. Nicht so für die Angehörigen der Opfer. Wie geht es Ihnen? Was brauchen Sie? Was hilft Ihnen? München, Stadtteil Hasenbergel. Hier lebt die Familie Segashi. 11. Stock, 80 Quadratmeter, 3 Zimmer. Vater Smail stammt aus dem Kosovo. Mit Fleiß und Ehrgeiz hat er für sich und die Familie in Deutschland etwas aufgebaut. Seine Frau Nazmi hat sich um die Kinder gekümmert. Sie sollten sich integrieren, ordentliche Menschen werden. Sohn Abnor, 22, studiert Sportmanagement und spielt Fußball in der Regionalliga Bayern. Tochter Aberia ist 3 Jahre jünger. Sie macht eine Ausbildung in der Kieferorthopädie. Die 14-jährige Amela war der Sonnenschein der Familie. Ein lebenslustiges Mädchen, das von einem eigenen Make-up-Salon träumte. Die Segashis haben uns ihre Fotoalben geöffnet. Sie möchten, auch dank dieses Films, dass Amela nicht vergessen wird, dass die Menschen sehen, was Täter wie der Amokläufer anrichten. Wie die Amela noch da war, waren wir, ich glaube, der glücklichste Mensch in ganzer Welt. Das Leben in der engen Eigentumswohnung beschreiben sie als harmonisch. Die Mädchen teilen sich ein Bett. Die Kinder sind höflich, fröhlich und beste Freunde. Die Einwandererfamilie scheint in Deutschland gut integriert zu sein. Ein Nachmittag im März. Ein Spaziergang 237 Tage nach dem Amoklauf. Die Familie Segashi lebt nach wie vor im Ausnahmezustand. Der Schmerz über den Verlust Amelas, er ist eher größer geworden. Sie ist nicht mehr da. Aber wir können nicht akzeptieren, dass sie nicht mehr da ist. Und das ist das Schlimmste eigentlich für uns. Amelas Tod hat ein Loch in diese Familie gerissen und eine Existenzkrise ausgelöst. Als Busfahrer und mit Nebenjobs hat Smail Segashi seine Familie gut versorgt. Aber seit dem Amoklauf ist er dauerhaft krankgeschrieben. Er könne in seinem Zustand keine Verantwortung für Fahrgäste übernehmen, erzählt er. Das Krankengeld hält die Familie über Wasser. Die Zahlungen enden nach 1,5 Jahren. Einen Plan, wie es dann weitergeht, gibt es nicht. Das Trauma lähmt. Was der Amoklauf im Herzen der Familie angerichtet hat, merkt man, wenn man mit Amelas Bruder spricht. Sie war mein Ruhepol. So, wenn ich mit ihr zu Hause war, so hat mir nichts gefehlt. Aber gleichzeitig, wenn ich mal schlecht drauf war, hat sie mir wieder gute Laune gemacht. Aber nicht nur mir, jetzt abgesehen von unserem engen Verhältnis, sie war zu Hause für alle. War sie was ganz Besonderes und hat jedem so ein Lächeln ins Gesicht gezaubert. Du hast gerade gesagt, dass du immer ihr Beschützer warst. Wie schwer ist das für dich, dass du sie da nicht beschützen konntest? Ja, das ist so eine Sache, die mich auch vor allem die ersten Monate nach ihrem Tod verfolgt hat, weil ich hatte zwar Angst, mir die Frage zu stellen, aber sie war trotzdem immer in meinem Kopf. Die haben immer gesagt, was wäre, wenn ich mit ihr gewesen wäre. Ich wünschte, ich wäre es, aber wie hilft man Menschen nach so einem Verlust durch die ersten Tage?
So wie der Notarzt sich um körperlich verletzte Menschen kümmert, brauchen die unverletzten Augenzeugen oder die Verwandten der Opfer oft eine Art Notarzt für die Seele. Eine psychosoziale Notfallversorgung. Beim Arbeiter-Samariter-Bund hat man dafür 1994 das KIT München eingerichtet, das Kriseninterventionsteam. Martin Irlinger ist einer der ehrenamtlichen Mitarbeiter des KIT München. Er war in der Amoknacht in leitender Funktion vor Ort an der Zeugensammelstelle, in der die Polizei Augenzeugen vernommen hat. Seine Kollegen waren am nächsten Morgen dabei, als den Familien der Opfer die Todesnachrichten überbracht wurden. Wenn Sie Menschen wie der Familie Segashi sagen müssen, dass ihre Tochter, ihre Schwester ermordet wurde, was ist in so einem Moment wichtig? Wie können Sie da helfen? Ja, helfen ist in solchen Momenten wirklich schwierig. Das Einzige, was wir machen können, ist ehrlich sein, mit ganzem Herzen dabei sein, schauen, dass man einen Rahmen findet, der einigermaßen geschützt ist. Jeder Mensch reagiert anders auf eine Hiobsbotschaft, sagt Irlinger. Sein Job? Auf die Bedürfnisse eingehen und die Menschen vom Trauma zur Trauer begleiten, ihnen also den Weg vom Schock zur Verarbeitung öffnen. Was müssen Sie dafür tun, damit das gelingt, in diesem ersten Moment, in den ersten Stunden? Eine Brücke bauen, ganz wichtiger Punkt, dass wir ihnen zeigen, hey, ihr seid nicht allein, auch wenn wir weg sind, da gibt es Anlaufstellen in Deutschland, in München, an die könnt ihr euch wenden. Informieren, was mit ihnen auch passiert in dem Moment, weil viele Menschen berichten darüber, dass in so einem Moment sie fast Angst haben, verrückt zu werden, weil sie an sich Dinge erleben, die sie an sich so nicht kennen. Und ihnen einfach zu sagen, hey, das ist eine normale Reaktion von unserer Psyche auf so ein schlimmes, unnormales Ereignis. Wenn Verwandte oder Freunde die Betreuung übernehmen, dann sei es meist Zeit, wieder zu gehen, sagt Irlinger. Die Münchner Erfindung hat weltweit Schule gemacht. In Deutschland leisten inzwischen 318 Einheiten wie das KIT München psychosoziale Nothilfe, organisiert auf Ebene der Länder, Kreise oder Städte. Auch als psychosoziale Notfallversorgung, als Notfallseelsorge oder als Notfallkrisenteam. Einen bundesweit einheitlichen Namen und gesetzliche Regelungen für Ausbildung und Einsatz haben die Akuthelfer bislang nicht. Die Anteilnahme an Amelas Tod ist groß. Zu ihrer Beerdigung im Kosovo kommen tausende Menschen. Groß auch der symbolische Beistand in Deutschland. Besuch der Spitzen von Freistaat und Stadt am Tatort. Die Botschaft: Ihr seid nicht allein. Smail Segashi erzählt, sowohl der bayerische Ministerpräsident Horst Seehofer als auch Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter versprechen der Familie Hilfe. Der Seehofer sogar hat gesagt, Herr Segashi, egal was Sie brauchen, einfach vorbeikommen. Der Oberbürgermeister das Gleiche. Aber was steht den Betroffenen eines Amoklaufs zu? Grundsätzlich gibt es in einem solchen Fall Rechtsansprüche. Da hier Menschen unverschuldet in Not geraten sind, muss ihnen der Sozialstaat zur Seite stehen. Die Angehörigen der Opfer können nach dem Opferentschädigungsgesetz Zahlungen beantragen. Das Geld soll ihnen durch schwere Zeiten helfen. Darüber hinaus will man im Rathaus München freiwillig weitere Hilfe organisieren. Alle Opferfamilien sollen sich dafür mit auftauchenden Problemen direkt ans Büro des Oberbürgermeisters wenden. Außerdem stellt die Stadt über einen Hilfsfonds eine 500.000 Euro bereit, für Nöte, die mit dem Amoklauf zusammenhängen, Arztrechnungen etwa. Aber vorhandene Hilfsbereitschaft muss nicht bedeuten, dass die Hilfe ankommt, sagen erfahrene Opferhelfer. Karl Fraß ist in München Vizechef beim Weißen Ring. Der Verein steht nach eigenen Angaben bundesweit mit über 3000 Mitarbeitern in 420 Außenstellen den Opfern von Verbrechen zur Seite. Opfer müssen Anträge stellen und sich im Behördenwirrwarr zurechtfinden. Der Weiße Ring will dabei beraten und unterstützen. Letzteres auch mit den Geldmitteln des unabhängigen Vereins.
Der Weiße Ring ist in München Untermieter im Polizeipräsidium. Hier erklärt uns Karl Fraß, viele Helfer unterschätzen den Zustand, in dem Verbrechensopfer sich befinden. Dieses Trauma. Sie müssen sich vorstellen, jetzt verlieren Sie jemanden. Da ist einmal, da legt ein Sicherheitsschalter um im Gehirn und Sie wissen gar nichts mehr. Daran könne das Beantragen von Hilfe scheitern. Karl Fraß sieht sich als Manager der Traumatisierten. Er löst Probleme für Menschen, die mit sich selbst genug beschäftigt sind. Wir können ihnen finanziell helfen, wir können ihnen Versorgungswege aufzeigen, wir können sie begleiten und wir haben sie an der Hand. Sie können sich fühlen wie jetzt in einem Nest, das ist der Weiße Ring, und da lassen sie sich reinfallen. Nach diesem Anruf, nachdem wir informiert wurden, hat die Einsatzleitung die Mitarbeiter informiert und wir haben das aufgeteilt und haben mit den Familien Kontakt sofort aufgenommen, um mit ihnen im Gespräch festzustellen, wo brauchen sie was, was brauchen sie, wo können wir für sie anrufen. Weil wichtig ist, dass diese Menschen, das ist ein derartiger Schock, ein Trauma, da wissen sie nicht mehr, was los ist. Nach dem Amoklauf in München vor einem Jahr waren Sie als einer der Ersten auch bei der Familie Sekaschi. Richtig, wie haben Sie die Familie damals erlebt? Die Familie haben wir erlebt, vollkommen traumatisiert. Ich glaube, wie wir dort waren und mit der Familie gesprochen haben, unsere Worte wurden in den Raum gesprochen, aber nicht in die Herzen der Menschen. Seine Karte habe er hinterlassen, sagt Fraß. Gemeldet haben sich die Segashis aber nicht. Schwer traumatisierte Menschen wie die Segashis brauchen in den ersten Monaten also möglicherweise Hilfe, um ein Hilfsangebot anzunehmen. Und sie müssen Stück für Stück die Kontrolle über ihr Leben zurückgewinnen. Aber wie macht man das? Der Chef des KIT München, Peter Zehentner, ist Trauma-Experte mit langjähriger Erfahrung. Die Familie Segashi trauert, so habe ich sie erlebt. Eltern, Geschwister, jeder auf seine Weise, aber da ist diese große, tiefe Trauer. Was hilft diesen Menschen in so einer Situation, auch Monate nach dem Tod eines engen Familienmitglieds? Es ist sehr unterschiedlich. Menschen verarbeiten sehr unterschiedlich. Aber was wir sagen können, was hilft, sind Beziehungen, sind die Familie, sind Freunde, sind Menschen, die einen stützen. Sich auch an gute Sachen zu erinnern und sagen, Mensch, meine Tochter damals, das war eine tolle Zeit. Wir haben tolle Zeiten verbracht. Auch um sich selbst zu stabilisieren. Und was auch hilft, sind Auszeiten. Einfach mal nicht dran zu denken, sich zu gestatten, was anderes zu machen. Sehr bewusst etwas anderes zu setzen, um dann auch mal dem Geist eine Pause zu gönnen. Kann man davon ausgehen, dass Eltern, Geschwister eine sogenannte posttraumatische Störung haben nach so einem traumatischen Verlust? Die posttraumatische Belastungsstörung entsteht, wenn wir Sachen erleben, die wir nicht verarbeiten können, die so groß sind. Und was deshalb ganz wichtig ist, was wir am Anfang schon empfehlen, ist zu sagen, wenn Sie merken, es wird nicht besser, es wird nicht normale Trauer, es wird immer tiefer, Sie haben Symptome wie, Sie vermeiden sehr stark, Sie können nicht mehr arbeiten, Sie haben dauernd Bilder und Geräusche, holen Sie sich bitte Hilfe. Man kann es gut therapieren, wenn man es halt weiß. Es wird ja so pauschal gesagt, Zeit heilt alle Wunden. Gilt das auch für so einen krassen Verlust? Zeit heilt alle Wunden? Jein. Es wird immer anders sein. Das heißt, normal ist die Frage, was normal ist. Normal wie vorher? Nein, weil der Verlust ist da. Normal wird anders sein. Und es wird ein anderes Leben sein. Und eine Trauer dauert. Und das dauert mal erst mal ein Jahr, weil erst mal ein Jahr ist dann Weihnachten ohne sie und Frühling ohne sie und Geburtstag ohne sie. Und wir Menschen brauchen eine Zeit. Und leider gesellschaftlich ist es oft sehr schwierig, weil wir gesellschaftlich sehr schnell sind und denken, es müsste doch wieder besser sein jetzt nach 4 Wochen, nach 6 Wochen. Aber es dauert. Trauer zulassen, aber auch wieder nach vorne schauen. Wie gut gelingt den Segashis diese Balance? Über Wochen hinweg besuchen wir die Familie immer wieder. Hilfe für die Verarbeitung von Amelas Tod haben sie angenommen. Alle Familienmitglieder sind in Therapie. Aber für Aberia ist der langsame Prozess frustrierend. Ich habe halt den Sinn nicht verstanden und dann bin ich einfach nicht hingegangen. Weil ich dachte mir so, hey, ich gehe hin, sie stellt mir Fragen und eine Stunde durchgehend weine ich eigentlich. Das ist doch nicht der Sinn, das ist doch nicht die Therapie quasi so. Ich will hingehen, damit ich die Sache vergesse, beziehungsweise einfach weiß, wie ich damit umzugehen habe. Fragt man, was sofort geholfen hat, nennen die Segashis Familie, Freunde, Nachbarn.
Das soziale Netz hat gehalten. Abner jobbt in einer Shisha-Bar. Seine Freunde und Kollegen, die wir hier treffen, haben sich instinktiv richtig verhalten, haben zugehört, ihn abgelenkt. Dass er hier wieder lachen kann, hat ihm anfangs schwere Schuldgefühle verursacht. Irgendwann habe ich angefangen, mich gut dabei zu fühlen, weil ich weiß, dass ich mal trotz dieses Lachens und dieser ganzen Sachen, dass ich meine Schwester nie vergessen werde. Bei Abners Eltern bestimmt nach wie vor die Trauer den Alltag. Mutter Nasmi hat es am härtesten getroffen. Es fällt ihr schwer, ihren Schmerz in Worte zu fassen. Das traute Heim von früher, die 80 Quadratmeter Eigentumswohnung im 11. Stock, sind heute die größte Belastung. Die Segashis möchten weg, neu anfangen. Hier sind so viele Erinnerungen von der Armela. Und dreht alles um sie hier und wirklich seelisch kann ich nicht mehr ertragen. Eine Vierzimmerwohnung im selben Viertel wird gesucht. Doch Münchner Wohnungen sind teuer. Überspitzt gesagt sind die Segashis seit dem Amoklauf zu arm für eine normale Wohnung, zu reich für eine Sozialwohnung und zu traumatisiert, um selbst zu suchen. Sie warten auf die versprochene Hilfe. Ich will nichts umsonst von niemandem. Aber momentan, leider Gottes, als Busfahrer kann ich mir nicht vorstellen, dass ich arbeiten kann. Und jetzt momentan bin ich eigentlich ziemlich auf dem Boden. Egal, was ich entscheiden würde, ich habe Angst, ich entscheide mir irgendwas, ich mache Fehler. Unser Leben ist wirklich viel zu viel kaputt gegangen durch den Fall, leider Gottes. Und jetzt muss ich sagen zu Ihnen, ich brauche eine Wohnung. Wissen Sie, wie ich mich fühle? Wirklich wie ein Bettler. Wer hilft den Segashis eigentlich seit dem Amoklauf? Wir blättern durch den Schriftverkehr. Amtsdeutsch und Anträge überfordern die Familie. Trotzdem, Zahlungen nach dem Opferentschädigungsgesetz sind beantragt. Und die Stadt München hat aus ihrem Hilfsfonds eine Pauschale überwiesen. Finanzielle Hilfen sind also angekommen. Beim drängendsten Problem aber keine Lösung. 5 Wohnungen sind den Segashis bisher angeboten worden. Keine entsprach den Bedürfnissen oder den finanziellen Möglichkeiten der Familie. Ich finde gut, dass die uns alle erstens menschlich und moralisch unterstützen. Das ist für uns eigentlich sehr stark. Aber ich glaube, dass das ein bisschen lange dauert. Wer ist alles da an Helfern? Ich habe da gar keinen Überblick mehr, ehrlich gesagt. Also ehrlich gesagt, die Namen kann ich auch nicht merken. Wir überlegen gemeinsam. Es sind unter anderem 3 ehrenamtliche Helfer. Dazu kommen das Sozialbürgerhaus, das Wohnungsamt, die städtische Wohnbaugesellschaft GWG, ein Anwalt und ein Herr Ebert von der Stadt München. Viele Helfer, aber wenig Fortschritt. Interviewtermin im Münchner Rathaus. Carsten Ebert ist Mitarbeiter des Münchner Oberbürgermeisters Dieter Reiter. Aus dem Schock heraus, sagt er, habe man nach dem Amoklauf beschlossen, den Betroffenen über die allgemeinen Rechtsansprüche hinaus zur Seite zu stehen. Der direkte Draht für die Opferfamilien in die Münchner Machtzentrale. Er führt zu ihm. Und das heißt, was machen Sie da konkret? Was heißt das, Sie sind die Anlaufstelle? Opfer so einer Tat oder Angehörige von Opfern haben ganz unterschiedliche Bedürfnisse halt im Moment. Ja. Sie brauchen Betreuung, sie brauchen halt Ansprechpartner, sie brauchen jemanden, der ihnen halt zum Beispiel psychologische Hilfe vermittelt, also therapeutische Hilfe vermittelt. Bei der Familie Segashi ist es halt jetzt die Wohnung. Die angezahlte Eigentumswohnung der Segashis habe man schätzen lassen und festgestellt, dass mit dem Erlös bei Verkauf keine andere Wohnung zu finanzieren sei. Also habe man versucht, eine Mietwohnung zu vermitteln. Wir haben halt auch selber nur die Möglichkeit, aus eigenen Wohnungsbeständen, also unserer Wohnungsbaugesellschaft GWG, zurückzugreifen. Die Familie Segashi braucht in erster Linie eine 3- bis 4-Zimmer-Wohnung, ideal eine 4-Zimmer-Wohnung. Und die sind natürlich sehr heiß begehrt. Und wer eine 4-Zimmer-Wohnung hat, gibt die auch nicht so schnell her. Das heißt, wir sind selber gezwungen zu warten, wann wird was frei. Und sobald was frei wird, kriegt sich Familie Segashi als erstes angeboten. Was können Sie auch als Stadt nicht leisten? Wo sagen Sie, das ist einfach, da können wir einfach nichts machen? Wir können
der Familie Segashi jetzt keine neue Wohnung kaufen. Also das geht einfach aus juristischen Gründen nicht. Wir gehen hier mit Steuergeldern um. Zum anderen auch aus Gründen der Gleichbehandlung. Da sind uns einfach die Hände gebunden. Das heißt, Sie kümmern sich aber weiter und sind guter Dinge, dass das auch in den nächsten Monaten passieren wird, dass die Familie Segashi umziehen kann? Selbstverständlich. Also wir bleiben weiter dran. Die Familie Segashi wird nicht vergessen werden. Sie wird weiterhin Angebote kriegen. Und ich bin einfach optimistisch, dass irgendwann die richtige Wohnung dabei sein wird. Ja. Einen neuen Job für Smile Segashi versucht Carsten Ebert derzeit auch zu vermitteln. Der Fall des Amoklaufs von München zeigt, erfolgreiche Hilfe für die Hinterbliebenen hängt auch vom Willen und dem guten Zusammenspiel der zuständigen Behörden ab. Von der Bereitschaft, bürokratische Hürden möglichst unbürokratisch zu überwinden. Und vom Verständnis für die Lage der Betroffenen. Dabei ist die Arbeit von professionellen Opferhelfern wie Karl Fraß vom Weißen Ring wichtig. Die Betroffenen brauchen oft noch lange Unterstützung. Fast ein Jahr nach dem Amoklauf ist die Familie Segashi noch immer in einer Art Schockzustand. Auf unsere Anregung hin kommt es zu einem erneuten Treffen zwischen der Familie und Karl Fraß. Denke mir, jetzt ist fast ein Jahr her. Ja. Ein Jahr. Der Schmerz ist nicht geringer geworden. Nein. Aber wir können wieder klarer denken. Und wir können sagen, und ich kann sagen, Herr Segashi, wie können wir den Weg zurück ins Leben finden? Was die Wohnung angeht, sagt Karl Fraß, könne er auch nicht mehr ausrichten als die Stadt München. Da bleibe nur warten und derweil wieder auf die Beine kommen. Geben Sie sich Zeit. Geben Sie sich Zeit. Wissen Sie, das muss nicht in einem halben Jahr sein. Es klingt unglaublich, aber Sie werden es schaffen. Vielleicht aber kann Karl Fraß mit seiner positiven, zupackenden Art und seinem Wissen um die Nöte von Verbrechensopfern die Segashis aus ihrer Erstarrung befreien. Der längste Weg beginnt mit dem ersten Schritt. Heute haben wir es schon gemacht. Sie sind überhaupt jederzeit herzlich willkommen bei uns. Wirklich jederzeit. Alles Gute. Vielen, vielen Dank. Karl Fraß will die Segashis jetzt regelmäßig besuchen und zur Hand gehen, wo immer Hilfe nötig wird. Was glauben Sie, was werden so die nächsten Punkte sein, die Sie da? Die nächsten Punkte sind, ich werde mit ihm alleine sprechen. Die Familie, die lebt momentan nicht. Also sie leben, weil sie leben müssen. Wenn es passt, werde ich mit ihm drüber sprechen. Irgendwann wird das Krankengeld enden. Mhm. Also muss man sagen, was mache ich, wenn das Krankengeld endet? Mhm. Es gibt die Möglichkeit einer Rehabilitation, die man beantragen kann. Eine Rehabilitation heißt eine Rückführung in das Arbeitsleben. Mhm. Und das verlängert auch diese Blockfrist. Mhm. Also das muss man alles zusammen besprechen dann. Damit sie der Enge und den Erinnerungen daheim einmal entkommen können, will Karl Fraß der Familie als ersten Schritt einen Urlaub ermöglichen. Die Rechnung übernimmt der Weiße Ring. Die Geschichte der Familie Segashi zeigt, wie schwierig Hilfe für die Opfer von Verbrechen sein kann. Der Amoklauf von München hat bundesweit sehr viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Die Familie Segashi erfährt in ihrem Leid große Unterstützung. Für Opfer und Angehörige in anderen Fällen ist das nicht immer selbstverständlich.